Die Not soll irgendwann vorübergehen. Wir Ich sind hoffe zwar es auch sehr für uns alle, ja. mitten in einer Welle, aber wenn sich die Situation und was Reisen in die USA betrifft, ist das ja auch der Fall. Auch New York wird momentan von einer Omikron-Welle heimgesucht. Sollte sich die Situation wieder etwas beruhigen, ist der Lebensmittelpunkt dann nach wie vor Vorarlberg oder zieht es die Laura Bilgeri wieder in die weite Ferne? Also jetzt war ja Weihnachten und Neujahr, da bin ich immer in Vorarlberg, aber ich war im Oktober, November durchgehend in New York und auch kurz in Los Angeles, weil ich seit wirklich 1,5 Jahren, seit diesem Lockdown, nicht mehr drüben war. Und man muss einfach extrem wieder diese Connections aufbauen. Man verliert das, es ist unglaublich, weil digitale Welt ist natürlich möglich, aber es ist nicht das Wahre. Also der persönliche Kontakt mit Menschen ist natürlich immer der Gewinner, meiner Meinung nach. Und also vor habe ich jetzt im Februar eigentlich wieder nach New York zu gehen. Auf alle Fälle, wenn nicht alles wieder der Bach abgeht, was ich nicht hoffe. Weil, wie du gesagt hast, in New York ist momentan die Hölle los. Ich bin nur oft im Kontakt mit meinen Freunden in New York und sie haben gesehen, das ist fast jeder hat momentan Omikron. Das heißt, jeder ist in Quarantäne. Alle TV-Produktionen stehen wieder. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Aber ich hoffe, das bessert sich jetzt im Frühjahr.